Zürich News mit Tina Biedermann. Montag, den 4. Februar, herzlich willkommen zum Wochenstart. Sorgt da. Ein Güterzug von der SBB fährt rückwärts in einen Zug von der Sihltalbahn hinein. Laut Informationen von Tele Zürich passiert der Unfall am letzten Freitagnachmittag auf dem Rangierfeld Gieshübel. Verletzt wird niemand, aber der Schaden dürfte rund 500.000 Franken hoch sein. Oliver Steffen. Dass da niemand im Zug drin gesessen ist, ist das grosse Glück. Die ganze Scheibe hat es rausgetatscht, die Wagenwand ist eingedruckt, die Metallteile messerscharf. Zu Wiedeke fährt am letzten Freitagnachmittag ein SBB-Güterzug mit dem Wagen rückwärts in den roten Wagen von der SZU. Er schlitzt ihn richtig auf. Es waren Reiniger im Zug, aber nicht gerade in dem Wagen, wo der Güterwagen drin gefahren ist. Aus dem Sinn sind sie vielleicht auch verschrocken, weil es sich gerüttelt hat, aber sonst ist nichts weiteres passiert. Es ist ein teures Durchschütteln. Der Schaden dürfte gegen 500.000 Franken gehen, heisst es bei der SZU. Dazu müssen die Spezialisten jetzt aber zuerst den Wagenkasten ausmessen, um herauszufinden, wie gross der Schaden wirklich ist. Der SZU-Wagen von der neuesten Generation ist gerade einmal 1,5 Jahre alt. Das ist sicher reparierbar. Es könnte sein, dass es einen anderen Ort gebraucht hat. Der wäre nicht reparierbar. So, ja. Es tut weh, aber ja, es hält sich in Grenzen. Wer schuld ist am teuren Unfall, das ist noch unklar. Am Donnerstag kommen die Unfallexperten vom Bund da vor Ort schauen, wie der Unfall passiert ist. Klar ist bis jetzt nur, dass die Weichen, die der Güterzug in den Wagen hineingelenkt hat, dass die Weichen von Hand gestellt werden muss. Für Tele Zürich, Oliver Steffen.